In Frankreich finden im Frühjahr Präsidentschaftswahlen statt. Die rechtsextreme Partei Front National schneidet in den Vororten, den sogenannten Banlieues, gewöhnlich verhältnismäßig schlecht ab. Deshalb setzt sie dort verstärkt auf Wahlwerbung. Vor einem Jahr wurde sogar ein eigenes Kollektiv gegründet, Banlieue Patriot. Auf dem Markt verteilen alle Parteien Wahlwerbung. Und zum ersten Mal wird mir ja ein Prospekt von Marine Le Pen angeboten. Warum sollte ich es also nicht lesen? Ich bin mit ihrer Politik überhaupt nicht einverstanden. Das sind nicht meine politischen Ideen. In der Parteizentrale treffen wir den Generalsekretär von Banlieue Patriot. Wir haben festgestellt, dass eine große Bevölkerungsgruppe in den städtischen Ballungsräumen ein falsches Bild des Front National hat und dass die Globalisierungsbefürworter, die Sozialisten und die Konservativen, es geschafft haben, den Begriff Patriotismus negativ zu besetzen. Das heißt, die Liebe zu Frankreich. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe, diese negativen Stereotypen aufzubrechen. De l'attachement à la France et donc notre rôle est d'aller porter cette parole et de déconstruire les idées reçues. Das Kollektiv soll potenzielle Wähler in den Banlieues ansprechen. Dort leben traditionellerweise viele Menschen mit Migrationshintergrund. Neue Wähler für den Front National? Bei einem Weihnachtsumtrunk des Front National in einem Pariser Vorort wird Banlieue Patriot vorgestellt. Das Kollektiv Banlieue Patriot ist zuallererst ein Think Tank, um Marine Le Pen neue Ideen und Konzepte bezüglich der Vorstädte für ihren Präsidentschaftswahlkampf zu geben, aber auch um die Leute in den Banlieues zu belehren. Ich sehe, dass dort die vom Staat Vergessenen leben. Immer mehr Menschen in den Banlieues teilen unsere Ideen, wir strecken ihnen die Hand entgegen. Wenn sie sich als echte Franzosen fühlen, sollen sie sich uns anschließen und Marine Le Pen wählen. Wir rufen ganz klar dazu auf, sich aus den ethnischen Communities zu lösen. Wir sagen diesen Menschen, sie haben die gleichen Rechten, aber auch die gleichen Pflichten. Sie haben vielleicht ihre Religion, aber da sie französische Staatsbürger sind, müssen sie die Gesetze des französischen Staates Vorrang haben. Der Front National versucht so, neue Wählergruppen zu erreichen. Ob das Kollektiv Banlieue Patriot Erfolg hat und tatsächlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund Front National wählen, wird sich erst im April zeigen. Experten beurteilen das Kollektiv als leere Hülle und erwarten sich davon keine große Wirkung. Sie sehen es vielmehr als eine Strategie, die zur Entdämonisierung der rechtsextremen Partei Front National beitragen soll. Merci.